Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Ich bin jetzt gerade dabei, endlich mal hier eine automatische Forschung zu realisieren. Dazu haben wir angefangen, diese Wissenschaftspakete zu produzieren. Und da mache ich jetzt auch weiter. Dieser Strommast ist hier im Weg. Da muss ich kurz unterbrechen. So können wir es auch so verbinden. Genau, kein Problem. Ah, das war auch nicht so intelligent. Weil ich will hier eigentlich noch eine zweite Straße aufbauen. Weil das dauert dann doch zu lange. Das mache ich auch. Gleich im großen Stil wieder denken. Gleich eine zweite Produktionsstraße hierhin basteln. Dafür brauchen wir noch mal eine Montagemaschine. So, die bauen wir gleich daneben. Ja, warum nicht? Und die entsprechenden Roboter. Zwei gelbe, einen roten. Fließbänder kann ich noch einen weiterziehen. Hier auch schon mal weiterziehen. So, der rote holt sich hier wieder die Kupferplatten. Der gelbe holt sich die Zahnräder und der zweite gelbe legt die Zahnräder ab. Die brauchen hier auch wieder Strom, weil mit Strommasten ist das hier immer echt krass. So, dann müssen wir dem noch sagen, was er machen soll. Er soll bitte Wissenschaftspaket 1 produzieren. Das tut er dann jetzt auch. Wir müssen nur die Pakete abführen. Produziert er das? Ja. Okay, er kann das nicht ablegen. Oh, man sieht, dass hier zu wenig Zahnräder rauskommen. Woran liegt das? An der geringen Menge an Platten, die hier reinkommen, oder? Ja. Da müssen wesentlich mehr Stahlplatten hier ankommen. Kommen ja auch im Grunde genommen hier jeweils noch einen Ofen hin, ne? Ja, oder vielleicht. Na, ich mache jetzt erstmal hier weiter, bevor ich mich da verzettel. Dass wir das jetzt hier rausziehen, habe ich gedacht. Damit wir genug Platz haben für alles. Dafür nehme ich hier die Bäume nochmal weg. Und dann baue ich hier die Forschungszentren hin. So, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, hier unterirdische Förderbänder zu bauen. Davon mache ich jetzt wieder Gebrauch. Erstmal ziehe ich das so weit es geht bis dahin. Und dann überbrücken wir das durch ein unterirdisches Förderband. Genau. Ich nutze mal ruhig den Platz aus, soweit es geht. Perfekt. Okay. Jetzt kommt unser Forschungszentrum. Das reiße ich hier ab. Baue es hier hin. Achso, jetzt öffnet er das Menü, weil ich das gebaut habe. Okay. Und wir befüllen das mit Wissenschaftspaket 1. Dafür benötigt es mal wieder Strom. Ah, Strom wird langsam knapp, denke ich mal. Da müssen wir auch nochmal nachbessern bald. Ah, hier. Kann ich. Doch, kann ich auch bauen. Okay, sehr gut. Und jetzt können wir forschen. Genau, über T. Und machen das nächste Wichtige. Aus meiner Sicht tatsächlich Steinwände.
damit wir uns schützen können. Ja, das erforschen wir jetzt mal. So, und da geht's los. Er forscht, hier oben rechts sehen wir das, und die Wissenschaftspakete kommen automatisch rein. Sehr gut. Okay, die Produktion hier ist relativ langsam. Da haben wir schon gesehen, da müssen wir hier auf jeden Fall auch mehr Stahlplatten produzieren. Das leiere ich mal an. Und da erkennt man eben jetzt schon, was ich am Anfang immer sagte, den hohen Bedarf an den Rohstoffen. Ich mache eigentlich gleich mal zwei Straßen daraus, warum nicht? Eine würde ich hier gerne ganz dicht beipacken. Ja, damit der Greifer die noch bekommt. Also der Greifer hier für die Zahnräder. 1, 2, 3. Einen roten brauchen wir auf jeden Fall. So, Kohle muss rein. Erz muss rein. Und das soll wieder raus. Das Ganze braucht mal wieder Strom. Reicht ein Mast für alle drei. Und schon lübt das hier. Sehr gut. Jetzt produziert er eine Stahlplatte mehr. Was gut ist für unsere Wissenschaftspaketproduktion. Wunderbar. Steinwände. Dafür produziere ich hier schon jede Menge Ziegelsteine. Das ist auch super. Was sagt unsere Energie? Ja, noch in Ordnung. Aber am Anschlag. Aber es läuft im Moment echt alles. Der Bedarf an Kupfer ist noch nicht so hoch, aber das wird noch kommen. Da lagern wir im Moment viel ein, hier eher weniger. Oh, ich habe zwei Wissenschaftspakete irgendwie bei mir. Die kann ich auch in die Forschung stecken. Ja, und im Grunde genommen können wir auch schon ein zweites Labor bald mal anschaffen. Okay, die Steinwände haben wir erforscht. Tore. Kann ich Tore jetzt schon bauen? Da sind Tore. Was brauche ich für Tore? Stahlverarbeitung, Militär 2. Stahlverarbeitung ermöglicht Stahlkisten, Stahlspitzhacke. Das ist ja auch total gut. Stahlträger. 20 Pakete, das erforschen wir dann. So, aber jetzt kann ich mich einmauern. Das ist total wichtig. Und zwar müssen wir uns unbedingt abgrenzen zu den Richtungen, wo die herkommen. Im Prinzip muss ich mich komplett einmauern, ehrlich gesagt. Und dafür, bevor wir damit anfangen, baue ich noch eine zweite Steinproduktion auf. Ganz genau. Weil davon werden wir doch viele Ziegelsteine dann jetzt benötigen. So. Der Förderer, ein Brennofen, da kann das direkt rein. Zwei Greifarme, eine Eisenkiste. Da rein, da raus. Eisenkiste, Strom. Gib mir Strom. Ach, Kohle. Oh. Da müssen wir natürlich auch Kohle hinbringen. Würde sich eigentlich hier über so einen Querstrang anbieten. Ich glaube, so mache ich das jetzt auch mal. Dann brauche ich noch einen unterirdischen Tunnel. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach mal Kohle weg, packen die auf einen unterirdischen Strang. Genau. Der braucht ja auch wieder Strom. Ja, so.
Cool, fertig geforscht. Jetzt Tore, Tore können wir immer noch nicht, ne? Dafür brauchen wir noch Militär 2 oder so, ne? Genau, Militär 2. Das ist aber erst Militär 1, ne? Oh, das ist Militär 2. Ach so, aber das können wir dann hintereinander weg. Aber dafür brauchen wir dann schon die anderen Wissenschaftspakete. Nein. Ist ja krass. Ich mache dann jetzt Militär erstmal. So. Okay. Noch ein Greifer. Und jetzt kann es laufen. Tut es nicht? Warum nicht? Hä? Hä? Kann das nicht direkt? Doch, der greift das auch hier direkt ab. Ach, Elektrizität. Ist, glaube ich, das Problem, oder? Nee, der hat Strom. Hä? Ich raff hier gerade das Problem nicht. Der hat Stein, ja. Der muss es doch da rausnehmen können. Was habe ich jetzt hier anders gemacht? Das ist doch genauso. Auf jeden Fall schwankt meine Elektrizität insgesamt auf jeden Fall. Das sieht man hier dran. Das ist nicht so gut. Das heißt, da müssen wir als nächstes nachbessern. Aber habe ich den irgendwie eins weit gebaut? Also das Einfachste, wie ich das feststellen kann, ist den einmal wegnehmen. Versuchen neu zu platzieren. Ja, der war ein zu weit. Naja, gut, okay. Der baut auch erstmal über 6000 Einheiten ab. Das ist schon okay. So, jetzt merkt man aber, dass Strom ein Problem ist. Das wird hier überall gelb. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen noch mehr Strom ins System einführen. Da bietet sich hier eine zweite Dampfmaschine an. Und dann werden wir dafür mal die Teile bauen. Also, eine Dampfmaschine. Eine Pumpe. Zwei von den Schmelzöfen und dafür brauchen wir Rohstein. Wie viel denn überhaupt? Fünf. Da kann ich abbauen per Hand. Das ist kein Problem. Mal ein bisschen Handarbeit hier. Gleich ist unsere nächste Forschung fertig. Wenn man vom Teufel spricht. Militär 2. Ja, nee, das ist schlecht. Weil dafür brauchen wir Wissenschaftspaket 2. Da muss ich mich erstmal drum kümmern. Wofür brauchen wir kein Wissenschaftspaket 2? Geschütztürme. Grundlegende Verteidigungsanlagen. Ja, okay, das ist gut. Solarzellen und Licht. Ah, das ist doch auch gut. Logistik 2. Schnellere Förderbänder. Intelligente Roboter. Ja, das gibt es auch noch. Da kann man dann programmieren und so weiter. Das ist auch noch voll krass. Ja, ich glaube, Geschütztürme, das ist im Moment ganz cool. Das machen wir mal.
So, kann ich das jetzt bauen? Heizkessel. Ein Jahr. Brauche aber noch mal einen. Noch einen. So. Damit müsste ich alles zusammen haben. Und dann die Dampfmaschine. Ich muss halt ein bisschen gucken, eigentlich ist das hiervon abhängig. Okay, das wird dann das hier sein. Das heißt, die Pumpe kommt dahin. Die Heizkessel da, aber dafür brauche ich dann Rohr. Kann ich Rohr schon bauen? Ich hoffe ja, kann ich. So. Dann die Heizkessel. Zwei Stück. Genau. Und daran die Dampfmaschine. Dann muss ich eben hier den Strom kurz unterbrechen. Kann ich dann ja über das Netz auch wieder aktivieren sozusagen. Zwei Greifarme. Die brauchen auch Strom natürlich. So. Ja, und das ist sogar jetzt auch miteinander verbunden über den Mast. Ah nee, aber die haben keinen Strom mehr. Da muss der Mast, da muss hier noch ein Mast hin. So. Genau, jetzt arbeitet hier alles. Jetzt haben wir die doppelte Stromleistung. Okay, das ist auch schon fertig erforscht. Das braucht 30, ist aber erstmal nicht so wichtig. Das wäre gut hier mit Licht. So. Jetzt müsste hier alles genügend Leistung haben. Sehr gut. Okay. Läuft alles ganz gut, finde ich. Im Moment. Ja, dann, wie gesagt, brauche ich jetzt jede Menge Stein. Das nehme ich mal alles an mich, um Mauern zu bauen. Weil wir müssen uns hier mal ein bisschen schützen. Im großen Stil. Eigentlich wäre es gut, hier eine Mauer zwischen diesem Wasser und diesem Wasser zu errichten, erstmal auf dieser Seite. Das heißt, irgendwie das hier komplett einbauen wäre gut. Wir müssen groß denken. Immer groß denken. So, Mauern. Da, 88 Mauern kann ich bauen. Ein Mauerstück kostet 5 Ziegelsteine. Heftig. So, Geschütztürme kann ich aber auch bauen. Munition kann ich auch produzieren. Okay. Erstmal die Mauern. Investieren wir erstmal alles schön in Mauerstücke hier. Zack. Reicht nicht ganz. Aber fast. Schon wieder Forschung beendet. Ich kann im Moment nur das machen mit diesem Wissenschaftspaket 1, also mit diesen roten Reagenzgläsern.
weil das Grüne habe ich noch nicht. Kugelschaden, Kugelfeuerrate, machen wir das. Wo wir eh gerade dabei sind mit Verteidigung, ist das eine gute Sache. So, ich habe nur noch zwei Mauerstücke. Aber hier wird ja schon mehr produziert, das ist gut. Mit Glück können wir die Südmauer jetzt fertigstellen. Da auch noch ein paar Geschütztürme hinballern. Nein, immer noch nicht. Ein Baum mitten im Wasser ist ja auch komisch. So. Jetzt will ich noch mehr Steine holen. Ja, der Bedarf ist wirklich hoch. Aber auch nur am Anfang. Also außer für Mauern bauen wüsste ich jetzt nicht, wofür man das groß braucht. Kann ich jetzt eigentlich schon Lichter bauen? Hatte ich doch erforscht jetzt. Na ja, kann ich. Cool. Was brauche ich dafür? Eisen und Kupfer habe ich aber. Kann ich mal ein paar Lampen bauen, wenn es jetzt hier so dunkel wird? Ist doch auch mal ganz nett. Dann ist es hier nicht so dunkel immer alles. Bei den Öfen geht das ja eigentlich immer einigermaßen. Hier hinten ist es sicherlich sehr dunkel. So. Ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Bauen wir hier noch eine Lampe hin. Hier können wir auch noch mal eine Lampe hinsetzen. Bei allen Produktionsstätten ist das, glaube ich, angebracht. So. Dass hier meine Wege auch beleuchtet sind. Hier noch. Schön. Hier ist es irgendwie noch schlecht ausgeleuchtet. Oh, die hat keinen Strom, das ist nicht gut. Ich will keine extra Masten dafür bauen. So. Ja, das ist doch schon mal gut, wenn es jetzt Nacht ist, dass wir hier überall ein bisschen was sehen können. Oh, die hat auch keinen Strom hier. Muss ich sie dahin bauen? So. Cool. Ja, haben wir uns schon richtig was aufgebaut hier, würde ich sagen. So, echt ganz nett. So, kann ich noch ein paar Steine mitnehmen? Hier nochmal 40, das ist sehr gut. Und da auch nochmal ein paar. Dann bauen wir wieder Mauerstücke. So, und beenden das hier. Cool. Damit hätten wir gegen die hier links unten auf der Karte schon mal eine gewisse Abwehr auf jeden Fall erzeugt, weil die kommen auch tatsächlich immer aus der Richtung dann. Und sinnigerweise bauen wir hier einen Geschützturm, weil das wird der Punkt sein, wo sie am ehesten angreifen. So ein Geschützturm
Ich baue aber gleich so viele, wie ich kann, oder? Ja, ich will die alle platzieren. So, da kann ich Munition bauen. Ein Geschützturm, da ist er. Der hat jetzt halt keine Munition. Darauf müssen wir dann jetzt noch warten. Dafür brauche ich eigentlich nur Eisenplatten, die ich glaube ich auch noch genügend eingelagert habe. Die werde ich einfach mal holen. Dann kann ich auch noch mehr Munition produzieren. Jo, da haben wir doch gut was im Moment. Dass ich die Kohle mit mir übrigens rumschleppe, ist auch ziemlich sinnlos. Aber der Speicher hier ist auch, ja. Speicher da ist auch voll. Macht das Sinn, das hier irgendwie abzulegen? Ja, macht eigentlich schon Sinn. Bevor ich das mit mir rumschleppe. Weil das ja auch meine Inventarplätze einfach blockiert. So. Genau, Munition sammelt sich hier rechts unten. Davon nehme ich einfach mal jetzt hier die Hälfte. Dann hat der 14. Dann kann der sich hier auch verteidigen. Die sind auch relativ ausreichend am Anfang. Vielleicht sollte ich hier irgendwie noch einen hinbauen. Ich habe drei Stück, dass ich hier diese Linie so abgrenze. Ja, mache ich einfach mal. Baue ich hier noch einen hin. Ich muss aber viel mehr Munition haben. Oh, ich kann aber auch viel machen jetzt. Das sollte dann kein Problem sein. Da rein, so. Das ist immer sehr beruhigend, finde ich, wenn man dann hier so eine gewisse Verteidigungslinie einfach hat. Zwar erst jetzt nur zum Südteil, wir brauchen das dringend auch noch zu den anderen roten Aliens da im Westen, im Osten. Und mein Ziel wäre es, früher oder später sich auch komplett einzuzäunen, auf jeden Fall. Aber am wichtigsten sind erstmal die Gefahrstoffe, die Gefahrgegner. Wir können auch mal auf der gesamten Map gucken, wie sich das entwickelt. Das geht eigentlich noch. Da haben wir wirklich nur diese beiden Hotspots im Moment. Wobei der relativ groß aussieht auch. Da ist viel los. Die Kolonie ist eher ein bisschen kleiner. Das hier ist schon eine sehr, sehr große Kolonie. Wir müssen übrigens auch anfangen, Radar zu bauen, fällt mir mal langsam ein, weil der Radar erforscht automatisch nach und nach die Karte. Das ist auch total wichtig als nächstes. So, dann hier packen wir was rein. Genau. Jetzt haben wir diese drei Geschütztürme. Versorgt. Sehr gut. Alles klar, meine Lieben. Damit haben wir doch wieder einen großen Schritt geschafft in Factorio. Wir haben unsere erste Verteidigungslinie gebaut und das Ganze werde ich jetzt auf der Ostseite auch noch machen, so dass wir nach und nach hier wirklich in Ruhe bauen können und geschützt sind, weil die Aliens werden früher oder später ein echtes Problem werden. Danke fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Vergesst das Liken nicht, wenn euch das Video gefällt. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.